Heute gibt es mal wieder eine neue FIFA 20 Teamprognose sozusagen. Heute mit Paris Saint-Germain. Wir werden alle Spieler mitnehmen, die aktuell bei Paris spielen und natürlich in Zukunft bei Paris spielen werden. Ja, zum Beispiel Neuzugänge Rabiot und so weiter und so fort. Dann natürlich die aktuellen Mbappé, Neymar und so weiter und so fort. Und dann werden wir am Ende so viele Paris-Spieler wie möglich im Team haben, Leute. Und so sieht dann das mögliche FIFA 20-Team aus von Paris Saint-Germain. Ja, so sieht's aus, Leute. Wenn ihr das Ganze noch mit anderen Teams sehen wollt, wie immer, schreibt es in die Kommentare, mit welchen Teams wollt ihr das Ganze noch sehen. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um es nicht zu verpassen. Und gerne täglich einschalten. Ihr wisst Bescheid. Bin jeden Tag am Start für euch mit neuen Videos. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dann. Let's go. Okay, boah, wir nehmen mal die 5-2-2-1, glaube ich. 4-3-3 ist wieder so eine Sache. 5-2-2-1, Mann, ist eine gute Formation, Leute. Ihr wisst es. Lieblingsformation aus FIFA 18. Besten Drafts mitgebaut. Ja, Depay ist am Start. Van Persie ist die Frage, Mann. Nehmen wir jetzt so einen Van Persie oder einen Depay? Man kann es beide scheiße linken. Von daher eigentlich schon fast egal. Mist, Alter. Ich würde sagen, wir gehen auf Depay. Ich bin mal gespannt, ob Depay nochmal irgendwo hinwechseln wird diese Saison. Weil, weiß ich nicht, bei Lyon, der hat meiner Meinung nach besser einen Verein verdient. Ich hatte es aber gehört gehabt, dass Bayern auch Interesse gehabt hätte, aber Bayern hatte so Gefühl an jedem Flügelspieler momentan, oder es gibt zu jedem Flügelspieler Gerüchte mit dem FC Bayern. Mal gucken, Alter. Depay, also ich könnte mir vorstellen, dass es sogar passen würde vielleicht mit Bayern, aber irgendwie holt Bayern im Endeffekt dann eh nie jemanden, weil die keinen Bock haben gefühlt. Naja, ich bin gespannt, Leute. Zanelli haben wir am Start, erste Icon ist am Start, nehmen wir Miet, würde ich sagen, Leute, wie immer, ne, checkt noch den Shop aus, falls ihr Bock habt, nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover, ebenfalls duellich in schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover, orange, blau und grün, die vier Camouflage-Farben als T-Shirt, als Pullover, Kissen, Tassen, Turmbeutel, wie immer, nice LED-Lampe gibt es auch, natürlich, ihr wisst Bescheid, und die Handyhüllen in den vier Farben, ja, orange, blau, rot und grün, also checkt aus, und wie immer gibt es noch gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Also wenn ihr Lust habt, ich würde mich freuen, könnt ihr mal gerne abchecken. Danke an jeden, der mich da mit einem Kauf unterstützt. Was machen wir? ZM, komm. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Boateng. Wo ist der jetzt hingewechselt? Das Spiel jetzt bei... wo? Irgendwo in Italien, Mann. Boah, der war bei Sassuolo Calcio, ist der zu Barca gegangen und jetzt ist der zu Florenz? Ich weiß nicht mehr. Wechsel jedes halbe Jahr den Verein, Boateng, das ist krass. Naja, gut. Wir nehmen mal Rodri mit. Neuzugang von Manchester City. Da bin ich mal gespannt auf den Kollegen. Wir gehen auf die linke Seite. Linke Außenverteidiger ist Jordi Alba. Laporte. Nicht schlecht. Jordi Alba wird natürlich Rodri linken. Das ist schon mal in Ordnung. Das ist schon mal ganz nice. Jordi Alba gibt es aber auch als 94er trotz, ne? Aber wir nehmen Jordi Alba mit, weil bringt uns eh nichts. Also von daher. Jordi Alba kommt an den Start. Weiter geht es mit Bonucci, Chiellini, Sokratis, Sigali und Eporeanu. Boah. Alles nicht das Allergeilste hier, muss man ehrlich sagen. Nehmen wir, glaube ich, Chiellini mit. Ah, Chiellini auch wäre ein Totz. Könnte ich Bonucci mitnehmen. Der hat keine bessere Special Card. Ist auch nicht schlecht mit 89, 2 Ratingpunkte. Schlecht als Chiellini, aber geht auch in Ordnung. Würde ich sagen. Dann nehmen wir mal Bonucci mit. Was soll's? Vielleicht kriegen wir Chiellini als Trotz. Vielleicht, dann hat sich's gelohnt. Wir werden's. Ey, was ist das für ein Mittelfeld jetzt hier? Come on, Alter. Oh mein Gott, ein Kunku ist ja nicht auch irgendwo hingewechselt? Oder gab's Interesse? Weiß nicht, vielleicht ist er bei PSG noch geblieben. Kann sein, dass er noch geblieben ist. Boah, da hatte, glaube ich, irgendwo. War das ein Bundesliga-Verein oder ein englischer Verein? Das ist die große Frage. Kann auch ein Bundesliga-Verein gewesen sein. Ich meine, es war ein Bundesliga-Verein. Ich weiß nicht, ob der jetzt gewechselt ist. Nein, wir nehmen ihn trotzdem mal mit hier. Ne? Passt hier ganz gut zu unserem Memphis Depay. Und weiter geht es auf die Innenverteidigerposition neben Bonucci, Chiellini, Tots. Come on, Piqué ist am Start. Ja gut, Piqué, naja. Ah, nehmen wir mal instant mit, würde ich sagen, den Piqué. Nehmen wir direkt mit, wir haben einen 47 Chemie, auf jeden Fall geile Sache, sehr geile Sache, um wahr zu sein, chemietechnisch läuft auf jeden Fall. Okay, Innenverteidiger, come on, Laporte, Marquinhos, oh, 95er, schmeckt, bringt gar nichts, aber schmeckt. Koscielny ist auch gewechselt, wo ist der nochmal hingegangen, ist irgendwo zurück, boah, wo ist der hingegangen, irgendwo zurück in die Ligue 1. Gute Frage, welcher Verein, irgendwo zurück nach Frankreich, welcher Verein, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, aber kein Top-Verein. Wir nehmen Marquinhos mal jetzt, auch wenn er absolut gar nichts gerade bringt. Der bringt 12 Chemie. Stimmt, der linkt einen Kunku. Gar nicht dran gedacht, Alter. Stimmt, der linkt ja einen Kunku. Sehr geil, Mann. Zwar nicht perfekt, aber schon mal Strong Link hier.
Läuft. Okay, Toyota jetzt. Wir haben drei verschiedene Ligen, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Oh mein Gott, Alter. Nicht mal irgendeine Special-Karte. Ey, Sirigu ist natürlich eigentlich okay, aber erst die normale Karte. Nicht mal wenigstens die Tots-Karte rausrücken können auf ganz gierig. Kann nicht wahr sein. Hm. Dann nehmen wir Sirigu mit. Oh mein Gott, Alter. Ey, der hat einen Tots. Warum? Der hat einen 93er Tots. Hat er den doch nicht umsonst. Den hat er doch nicht umsonst. Dann rückt ihr nochmal wenigstens raus. Das kann doch echt nicht wahr sein, Mann. Unnötig. Absolut gierig hier. Oh, Mbappé ist so selten. Ohne Scheiß. Kylian Mbappé, Team of the Year. Todesselten. Ich schwöre es euch. Habe ich so selten bislang bekommen. Vielleicht 5-6 Mal. Ohne Witz. Und ich habe gefühlt 100.000 Drafts gemacht in diesem Jahr. Das wisst ihr selber. Und ihr habt den echt selten bekommen, Mann. Kylian Mbappé. Sehr geil. Bin gespannt, die Saison, ob der wieder so durchstartet. Ich glaube, hat die... Ne, die haben... Ich weiß nicht, ob die schon gespielt haben. Boah, keine Ahnung, ich weiß jetzt, wenn ich nicht mal das Video seht, kann sein, dass dann schon wieder der erste Spieltag läuft. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon, doch, der lief schon, der erste Spieltag. Wir haben gerade den 11. August, ich weiß nicht, seht ihr wahrscheinlich irgendwann ein paar Tage später, aber ich glaube, der erste Spieltag lief schon in der Liga. Oder heute Abend, ich glaube, die spielen heute Abend, der erste Spiel. Ich glaube, heute Abend. PSG spielt auch gefühlt immer sonntagabends, immer 21 Uhr. Könnt ihr eigentlich, ist der Standardtermin für PSG. Die spielen immer sonntagsabends 21 Uhr. Warum? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil Neymar und Mbappé gesagt haben, ich habe nur dann Zeit. Ohne Scheiß müssen wir darauf achten. Im Laufe der Saison. Die spielen wirklich 90% der Spiele sonntagabends 21 Uhr. Wir haben Dybala. Gibt es ja auch immer noch Wechselgerüchte. Mit Paulo Dybala gab es jetzt ja lange Zeit Gerüchte zu Man U, zu Tottenham. Das Ding ist ja mehr oder weniger vom Tisch jetzt. Weil kann ja nicht mehr passieren. England Transfer war vorbei. Spieler können zwar noch aus England rauswechseln, aber keiner kann mehr zu englischen Teams hinwechseln, aber es gibt ja immer noch das Gerücht mit dem FC Bayern. Wir nehmen mal Dybala hier mit natürlich. Gibt ja immer noch das Bayern-Gerücht. Ne? Das ist halt. Ich bin gespannt, Leute, Alter. Das wird eine interessante Sache werden. Wer weiß, Alter. Ich glaube, irgendein Top-Transfer wird halt noch passieren, aber wahrscheinlich ganz zum Schluss. Wahrscheinlich irgendwann am 1. oder 2. September. Bis dann läuft ja noch die Transferphase. Eden Hazard ist am Start, 94er. Läuft. Nehmen wir mit. Bringt ja gar nichts. Ey. Was ist eigentlich für eine Chemie, die wir am Start haben? Alter? Katastrophe wie sonst was. Das ist eine komplette Katastrophe, unsere Chemie, Alter. 81 Chemie, Alter. Absolute Katastrophe. Aber absolute. Moses spielt jetzt bei Fenerbahce, war ja bei Chelsea. Ich glaube, 2-3 Jahre jetzt bei Fenerbahce. Der war, glaube ich, kam der nicht sogar, war der nicht schon mal in der Super League? Dann ist der zu Chelsea irgendwie und dann jetzt wieder. Ich weiß nicht. Kommt mir irgendwie, so, irgendwie kommt mir das so vor. Ich weiß auch nicht, warum der 4 Sterne Skills hat. Und 4 Sterne schwacher Fuß. Eigentlich eine gute Karte, Mann. Ich weiß nicht. Ich habe so irgendwie ein Gefühl, wir nehmen mal Campagna mit. Dass der aber irgendwann schon mal in der Super League war. Ich weiß aber nicht mehr, ehrlich gesagt, hundertprozentig. Könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr irgendwas wisst. Weiter geht's mit Promes, Mares, Williams. Ey, Digga, das passt doch wieder alles gar nicht, Mann. Fabregas würde sogar passen, ne? Dann haben wir hier ein bisschen Liga A sogar noch am Start. Nehmen wir mal mit hier. Zack. Kommt erstmal hier rein, bringt 3 Chemie mehr. Naja, wir bräuchten jetzt noch irgendwie Cavani im Sturm. Das wäre Cavani wäre saftig, Alter. Cavani wäre richtig, richtig saftig vor dem Sturm. Weil Sturm ist halt immer so eine Position. Das wird Krise. Thiago Mendes haben wir nochmal eine gute Liga-A-Karte. Und der linkt sogar noch unseren Marquinhos Grün. Zack, bringt nochmal 2 Chemie mehr. Nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen gleich gar keinen Stürmer, Leute. Ich weiß nicht warum, aber das ist immer so eine Sache, Mann. Deswegen muss der Stürmer eigentlich immer direkt sitzen. Weil es kann halt manchmal vorkommen, dass du keinen mehr bekommst auf der Bank. Und dann, oder schon noch einen meistens, aber wenn das der da reinpasst, ist halt auch mal so eine Sache. Ronaldinho ist noch am Start. Ex-Paris-Spieler, ihr wisst es ja, damals, schon lange her, ne, 10 Jahre locker, bei Paris Saint-Germain gewesen, wo, muss man ehrlich sagen, Paris noch kein großer Verein war, muss man ehrlich dazu sagen. Wir können mal Depay in den Sturm stellen, das bringt auch nochmal 5 mehr, okay, geht klar. Also zu der Zeit war PSG, okay, was heißt noch kein großer Verein, da kamen die gerade so, da wollten die natürlich wahrscheinlich auch mit Ronaldinho, mit Passagespielern den Verein pushen. Aber waren die natürlich noch nicht so eine große Nummer wie jetzt. Auch wenn gefühlt kein einziger Titel dazugekommen ist, außer wahrscheinlich Pokal und Meisterschaft. Sonst kam gefühlt in Sachen Titel nichts dazu, also ne, international, Champions League und so weiter. Suarez, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem. Das meinte ich ja gerade, man kriegt nochmal einen Stürmer meistens, aber wenn der dann nicht passt, dann hat man ein Problem. Und wir haben jetzt Suarez, der null reinpasst. Okay, der linkt natürlich Ronaldinho als Icon. Aber mehr auch nichts. Wäre Ronaldinho jetzt noch bei Barcelona, dann würde der Grün linken. Dann wäre es nicht schlecht. Aber so bringt uns das nicht viel, leider. Oh, ein 95er Suarez natürlich saftig ist. Mist, Alter. Ja, gut, das ist das Problem. Jetzt haben wir... Okay, vielleicht kriegen wir hier noch einen Stürmer. Aber Chance... Ja, wir kriegen sogar noch einen Gomez. Und Mandzukic sogar noch 2 bekommen. Aber die passen da alle gar nicht, ey. Das ist wieder scheiße wie sonst was. Puh, was wenn wir Overmars...
Na, wenn wir Overmars, glaube ich, auf die Stürmerposition stellen, nehmen wir mit, bringt uns aber, glaube ich, auch genauso viel wie Depay gerade. Na, Mist, Alter. Na gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir kommen nicht mehr auf volle Chemie. Habe ich irgendwie so das Gefühl, Mann, Gomez schon wieder. Gerade Gomez gab jetzt schon wieder Gomez. James Rodriguez auch immer noch nicht klar, wo der hinwechselt. Bin ich auch gespannt. Das wird auch interessant werden. Wie kommen die jetzt noch auf Serie A, Digga? Wir haben Liga A. Ja, okay, wir haben Serie A mit Bonucci. Das war's aber schon wieder. Ja, wir müssen Bonucci eigentlich mal austauschen. Ich hoffe, obwohl Bonucci linkt unseren Torwart Sirigu, können wir auch wieder. Ah, Mist. Okay, Toyton Innenverteidiger. Dann könnten wir noch auf 100 Chemie kommen. Am besten wäre natürlich noch Thiago Silva. Thiago Silva noch zu bekommen wäre saftig, Alter. Aber gut, wir können uns jetzt nicht auf Thiago Silva verlassen, weil. Das ist ein Spieler, Digga. Auf einen Spieler kann man sich eigentlich nie verlassen. Oh, Neymar noch, Alter. Saftig, Alter. Okay, dann können wir schon mal einen Kunku auspacken. Mehr Chemie bringt der, glaube ich, nicht. Aber wir nehmen natürlich mit als 98er. Zack. Doch, der bringt sogar zwei Chemie. Ah, ja, stimmt, weil der. Hä? Hm, warum bringt der zwei Chemie mehr? Ich weiß, hat der Kunku nicht volle Chemie? Kunku hatte 10. Ah, Marquinhos nicht. Stimmt, weil Marquinhos jetzt dann einen Perfect Link hat. Okay, 96 Chemie, Alter. Geil, Mann. Das ist natürlich ein krankes Mittelfeld. Was ist, wenn wir einen Kunku in den Sturm stellen? Nee, das bringt auch nochmal einen, aber das ist scheiße, Alter. Da haben wir einen 76er drin. Nee, Digga, dann lassen wir es lieber so, Mann, ohne Scheiß. Dann lassen wir es lieber so. Chiellini haben wir noch am Start. Ja, scheiße, bringt uns auch nichts. Wir haben halt nur unser Stürmer hat nicht volle Chemie. Das ist das Problem halt. Ja, mehr kostet schon mit. Chiellini bringt uns halt auch nichts. Ach, Mist, ey. Was, wenn Dybala linkt halt keinen, ne? Er hätte einen brasilianischen Stürmer noch irgendwie gebraucht. Haben wir aber auch keinen. Ach, ey, das wäre die Stürmerposition, Mann. Sergio Ramos, das kriegen wir jetzt am Ende noch für geile Spieler hier. Das ist mega krass. Junge. Warte mal, was ist, wenn wir. Ich hätte besser Chiellini vielleicht mitgenommen auf Nummer sicher, Mann. Das war auch nicht so clever, Kostic mitzunehmen, nur weil der zwei Ratings mehr hat, Alter. Das war echt nicht clever. Oh, Cillessen haben wir jetzt noch. Okay, warte mal, jetzt können wir vielleicht sogar umbauen vom Ding her. Marquinhos raus, Cillessen rein. Das bringt gar nichts, Alter. Ja, danke dafür, Mann. Okay, dann bleibt es dabei, Leute. 6, aber nicht eben 97 Chemie. Ne, 96 Chemie, schade. Aber das Team an sich ist geil, man muss ich sagen. Vielleicht kommen wir sogar noch auf eine 93 hoch. Wir haben 4 Paris Saint-Germain-Spieler noch am Start. Also das Team schmeckt mir. Was ist mit Dybala im Sturm? Bringt nichts. Ah, toll. Das war's, Leute, von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer gerne Abo da lassen, Sub da lassen. Sub da lassen? Wahrscheinlich Sub auf Englisch. Abo da lassen, Like da lassen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze ja, Leute. Denn falls ihr noch nicht abonniert habt, oh, 93er Bewertung sogar noch. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und täglich einschalten. 4 Chemiepunkte werden wir safe nicht mehr hinkriegen. Boah, sag ich bitte. Ah, ich wollte die gar nicht mitnehmen. Ich wollte 4 drücken, um anzuschauen. Ja, egal. 4 Chemiepunkte ist egal. Ist immer schwer. Check mal meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover. Das hier ebenfalls in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover und Schlauch. Grün die 4 Camouflage-Farben, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Ihr wisst es ja. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Und die Handyhüllen in 4 Farben. Orange, Blau, Rot, Grün. Checkt aus. Außerdem gibt es noch hier gratis Autogrammkarte zur Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen mal noch immer und ciao.